Liebe Schwestern und Brüder, die Frage wird heute gestellt im Evangelium nach dem Sinn der Akzeptanz und der Behandlung der Propheten. Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen. Es handelt sich ja bei Propheten, die uns vor allem im Alten Testament begegnet, um Personen, die ungeachtet ihrer gesellschaftlichen und religiösen Herkunft eine göttliche Botschaft empfangen haben. Und sie sollen diese, durchdrungen vom Geist, in Zeichen und Worte fassen, die für ihre Zeitgenossen verständlich sind. Es begegnen uns im Alten Testament die ganzen Bücher der Propheten, Jesaja, der auch der Prophet des Advents ist und das Kommen des Friedensfürsten ankündigt. Wir kennen aber auch den Propheten Noah, diese Lehrgeschichte, wo eine Umkehr predigt, weil er den Untergang von Ninive voraussagt. Propheten blicken nach vorne, wollen Menschen aufrütteln, wach machen, erzählen von Gott und sind oft unbequem. Denn die Botschaft der Propheten, das sind oft mahnende Reden, niemals Schmeicheleien, auch gegenüber den da oben, den Königen, den Herrschenden gegenüber. Eine Botschaft, die weitergegeben wird oder Taten, dass Propheten etwas tun, sie zerreißen einen Mantel als Zeichen der Buße und der Aufforderung, es ihnen gleich zu tun. Man kann sagen, von Propheten kommt meistens eine unbequeme Botschaft. So sind die Prophezeiungen nun einmal. Und die Gabe der Prophetie, der Auftrag als Prophet von Gott gesandt zu sein, ist auch unbequem für denjenigen, der sie empfängt, weil sie ihn innerlich aufwühlt, weil er weiß, dass Propheten nicht überall willkommen geheißen sind. Und die Gabe der Prophetie ist unangenehm für seine Umgebung. Denken wir ran in der Geschichte des Jona, dass er zuerst einmal vor seinem Auftrag wegläuft, hat aber am Ende keinen Sinn. Und am Ende bewirkt seine Prophetie sogar etwas, denn Gott bereut es, die Stadt zu zerstören. Liebe Schwestern und Brüder, zu Lebzeiten wurde und wird der Prophet oftmals zum Schweigen verurteilt, verleumdet, diffamiert. Und darauf verweist Jesus im heutigen Evangelium, nach seinem Tod, wenn er denn keine unbequemen Wahrheiten mehr aussprechen kann, dann werden ihm Denkmäler errichtet, dann wird er verehrt. Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Der letzte Prophet quasi aus dem alten Bund war Johannes der Täufer. Er ist sozusagen das Scharnier zwischen dem alten und dem neuen Bund. Er zeigt auf Jesus, das Lamm Gottes. Gab es danach noch Propheten? Ich denke in einer anderen Art und Weise Menschen, die den Willen Gottes ganz im Blick haben und die auftreten als Mahner. Sicherlich sind viele unserer Heiligen solche Propheten. Die großen Ordensgründer, Menschen, die durch ihr Tun in der Nächstenliebe für andere vielleicht zum Anstoß geworden sind und andere noch einmal neu hingeführt haben zum Blick auf Gott und die Nächstenliebe. Und sicherlich gab es auch in unserer Zeit und gibt es Prophetinnen und Propheten. Johannes den 23. Vor 60 Jahren hat er eine Friedensenzyklika veröffentlicht, Pacem in Terris, und hat gemahnt, wie sollen wir miteinander umgehen, wie kann die Weltgemeinschaft miteinander in Frieden leben. Und er hat vor den Menschen gesprochen, die auf der Flucht sind und sein werden,
ein prophetisches Wort, wie man Frieden erreichen kann, ein Wort, das gerade in diesen Tagen wieder hochaktuell ist. Johannes Paul II. Mit seiner Vision, die Türen zu öffnen, und mit dem, was dann an Umbruch geschah, auch in kommunistischen Regimen. Erzbischof Oscar Romero, der dann auch quasi mit seinem Blick und für sein Glauben ermordet wurde. Und sicherlich auch Mutter Teresa als eine, die durch ihre Tat, durch ihr Tun auf etwas hinwies, was wir nicht verlieren dürfen, nämlich den Blick auf die Armen, in denen uns Christus begegnet. Und sicherlich gibt es dann auch prophetische Worte. Vielleicht ist ein solcher Mahner auch Papst Franziskus. 2015 erschien seine Enzyklika Laudato Si, die Enzyklika über die Sorge für das gemeinsame Haus, befasst sich schwerpunktmäßig mit Umwelt- und Klimaschutz. Und kürzlich sagte er, ich schreibe einen zweiten Teil, um aktuelle Themen zu aktualisieren. Auch in dieser Zeit der Globalisierung, der Veränderung, des Klimawandels dürfen wir nicht vergessen, dass die nächsten Generationen ein Recht darauf haben, von uns eine lebenswerte Welt zu erhalten und dass uns die ernste Pflicht gegenüber der Schöpfung aufgelegt ist, die wir aus den großzügigen Händen Gottes enthalten haben, so der Papst. Also auch etwas Prophetisches, Unbequemes. Wie können wir unsere Welt so gestalten, dass wir die Schöpfung bewahren? Liebe Schwestern und Brüder, Propheten sind nicht etwas von früher. Propheten und prophetisches Denken ist immer wieder in der Kirche erfahrbar. Gott sei Dank, weil der Geist Menschen antreibt, etwas zu sagen, was vielleicht auch unbequem ist. Danken wir Gott für seinen Heiligen Geist und dass er immer wieder Männer und Frauen beruft, durch prophetisches Reden die Kirche und uns aufzufordern, die Zeichen der Zeit zu erkennen und uns neu auszurichten auf den Willen Gottes. Amen.